Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Valheim hier auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir ja... Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Genau, den Bogen haben wir uns hergestellt. Ich war so frei, habe offscreen ein bisschen mit dem Bogen trainiert. Das kann ich euch auch hier zeigen. Der ist schon auf Stufe 4, meine Fähigkeit. Und habe auch das ein oder andere Reh getötet. Das sieht man hier, oder den Hirsch besser gesagt. Und ich habe Rehhaut bekommen. Ich töte Hirsche und krieg Rehhaut. Okay. Ja. Und Knochen, die haben wir ja so gefunden. Und durch diese Rehhaut hat sich für mich etwas Neues eröffnet. Und zwar, der Hammer ist auf der 6. Jetzt müssen wir erst mal gucken. Denn wir können hier einen Gerbergestell herstellen. Für was der genau gut ist, keine Ahnung. Das werden wir jetzt mal machen. Ne? Und ja, wir lassen uns überraschen. Ne? So, was fehlt noch? Oh, wir brauchen noch Schnipsel die Dipsel. Ich habe im Übrigen noch was anderes herausgefunden. Und zwar, man kann seine Waffen auch upgraden. Erstmal reparieren. Das kostet alles ja nichts. Und ihr seht auch hier, ich kann jetzt Lederbrustplatte, Lederhose machen. Hier unten ein Lederhelm. Das Messer konnte man ja vorher schon machen. Hier ein Rehhautumhang. Alles sowas. Und das werden wir auch alles in Angriff nehmen. Müssen wir nur mal gucken, wie man das genau, wie, wann, was, wo machen. Und ja, auf jeden Fall, ich fertige mir erstmal das an. Denn mit dem großen Schild kann ich nicht mehr so schnell rennen, wie gewollt. So, hier haben wir 99 Pfeile, die nehmen wir natürlich mit. Moment. Doch. Und hier haben wir noch 40 Pfeile. So, der bleibt auf der 7, der kommt auf die 4, das dort hin. Genau. Was brauchen wir denn zum Upgraden der Waffen? Ich will den Bogen gerne upgraden. Eine Rehhaut, 4 Lederschnipsel und Holz. Die Haltbarkeit verändert sich. Genau hier, 150 Haltbarkeit. Blockwert der Stechen, also Schaden, ist etwas in die Höhe gegangen. Von 8 bis 16 auf 28. Und ja, wir werden gucken. Einiges upgraden heute mal. Außerdem möchte ich noch andere Sachen machen. Wir müssen auf jeden Fall wieder Wildschweine töten gehen. Da werden wir nicht drum rumkommen. Und ich denke mal... Oh! Wir machen uns als erstes eine Lederhose, würde ich sagen. Dann können wir die alte nämlich wieder ausziehen. 100% Haltbarkeit. Rüstung 2. Die hat Rüstung 1. Level 1. 200 Haltbarkeit. Ja gut, Haltbarkeit ist das Doppelte jetzt geworden. Gewicht natürlich auch, das ist immer so, ja, das A und O in dem Spiel. Außerdem werden wir noch etwas machen. Wir wollten ja noch übers Meer tuckern. Das dahin, das dahin. Brauchen wir noch irgendwas auf die Schnelle? Eigentlich nicht. Essen haben wir genug dabei. Na, komm. Wo ist meine Lederhose? Oh. Oh. Ja, gut. Die sollten wir vielleicht doch schon dabei behalten, ne?
Mein kleiner Ministick, ich weiß gar nicht, habe ich den in der letzten Folge fertig gemacht oder nicht. Der ist auf jeden Fall hier mit Boot. Man sieht es auch hier, ich habe ein bisschen was aufgedeckt, gestorben bin ich auch einmal. Und mit der Ho habe ich mir eine neue Map erstellt. Ich habe ein bisschen mit der Ho experimentiert. Hier sieht man es auch, ich war auch ein bisschen farm, das werden wir alles noch benötigen. Ich habe mit der Ho experimentiert und was soll ich sagen? Ich habe die Landschaft auf der neuen Map, die ich erstellt hatte, die existiert aber auch schon gar nicht mehr, keine Sorge. Ja, ein bisschen geebnet und so. Wie soll ich sagen? Ich weiß jetzt, wie man die Ho verwendet. Und das ist ja das A und O. So, und ihr seht der Bogen. Das Upgrade hat gut was bewirkt. Das Essen, dass das so schnell weggeht, das nervt immer noch ein bisschen. Genau, hier lang wollt mal. Ich höre Rehe. Also Wildschwein und Rehe müssen auf jeden Fall heute dran glauben. Was mich ein bisschen irritiert, werdet ihr auch gleich sehen. Ja, no, die Ausdauer geht weg. Das ist ein bisschen, ich sag mal, scheiße, aber vielleicht auch so gewollt. Da ist das nächste. Wir brauchen Rehhaut und ich habe hier auch Wildschweine gesehen. Da ist eins. Ihr seht, den Speer habe ich auch geupgradet. Der macht jetzt mehr Damage als vorher. Warum ändert sich die Musik? Egal. Da ist er. Und da war er mal. So, wir haben wieder 5 Lederhaut. Das heißt, wir können uns ja bald den Helm und den... und die Brustplatte machen. Ja, dadurch, dass, glaube ich, gerade Nacht wird, wird es natürlich auch in-game etwas dunkler. Warum leuchtet hier etwas auf? Rohes Rind, Rehfleisch, Rindfleisch, keine Ahnung. Interessant. Scheiße, der rennt weg. Hinterherren möchte ich jetzt ungern. Warum ist die Musik schon wieder aus? Das ist auch so ein Punkt, wo ich mich manchmal ärgern könnte. Na, komm mal her, du Knüppel. Palim, palim, palim. Möchte auch nicht allzu weit weg von zu Hause gehen, wenn wir das Zeug noch craften wollen. Hallo, Musik? Wie wäre es, wenn du wieder einsetzen tust? Das sind nur Steine. Musik, Musik. Setz bitte wieder ein. Ich hab da was gehört. Ich muss nur gucken, wo die sind. Da sind Wildschweine. Und irgendwo habe ich so einen Gelbaugen-Mob gehört.
So, die Wildschweine sind weg. Was mir auch noch aufgefallen ist auf der Singleplayer-Map, als ich dort ein bisschen umhergewandert bin. Das Spiel neigt dazu, wie jedes andere Spiel, was Open-World-technisch ist, sehr stark zu laggen, wenn man neue Map-Gebiete aufdeckt. Weil es muss ja alles neu gerendert werden. Und ja, das war schon das ein oder andere Mal nervig, vor allem wenn man vor solchen Viechern hier wegrennt. Weil man einfach nichts mehr hat. Da ist wieder so ein Gelbaugenvieh. Komm, dich kann ich da auch abschießen. Wow. Ja. Die Pfeile machen jetzt gut Damage, muss ich sagen. Ich vermisse die Musik gerade im Hintergrund, um ehrlich zu sein. Wow, den habe ich gar nicht gesehen. Da, genau. Alter, bitte. Na gut. Wir machen erstmal wieder Tag. Da sehe ich die Tierchen besser. Und ich hoffe, die Musik setzt auch wieder ein. Möchten wir es hoffen. Lass mich rein. Mit der Ho werde ich auch irgendwann noch ein bisschen rumspielen und euch genau zeigen, für was die gedacht ist. Weil dann verschwindet auch in meinem Haus das Gras, was aus dem Boden reinguckt. Hoffentlich, ohne dass ich den Boden wieder kaputt machen muss. Das müsste da hinten. Genau, da war's. Können wir uns... Wir können uns... Warte, was haben wir denn jetzt? Lederhose. Die Brustplatte erstmal machen. Für den Helm brauchen wir noch 3 Rehhaut. Das werden wir aber auch noch hinbekommen, die zu farmen. Und ja, wir sehen einigermaßen ansehbar aus. Kann man sich nicht beschweren. Hab ich eine Kiste für Essen? Tatsächlich nicht, also kommt das dort rein. Und apropos Essen, hier einmal und da einmal und Fleisch auch einmal, danke. Und ihr seht's, sicherlich gerade unten an der Lebensleiste. Ich regeneriere jetzt wieder ordentlich Leben und zwar über die Standard 70 Leben. Das liegt daran, weil ich jetzt 3 unterschiedliche Nahrungsmittel zu mir genommen habe. Und wenn ich Fleisch als letztes esse, komischerweise, gehe ich über die 70 Leben. Wenn ich Fleisch als erstes esse und dann... Moment. Und dann Pilze und Obst, komischerweise komme ich nie über 80 Leben. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder ein Bug. Auf jeden Fall, ja, mich stürzt nicht, da ich eh immer gut dabei bin. Da oben ist der nächste. Hier gab es 2 Rehhaut. Hier gab es nur eine. Schade eigentlich. Und ich warte immer noch drauf, dass vielleicht der eine oder andere sagt, hier, pass mal auf, ich feiere das Spiel, das ist geil. Ich würde gern mit dir zusammen zocken. Oh, nice.
Das war mal gekonnt, muss ich ehrlich sagen. Und ihr seht es mittlerweile, es läuft alles viel einfacher, vor allem gegen Gegner, aber gegen bestimmte Gegner komme ich auch noch nicht an. Das ist leider, ja, etwas doof. So, wir haben aber für den Lederhelm alles. Jetzt würde ich mir aber gerne noch den Umhang machen. Weil ich glaube, der Umhang ist für das Schneegebiet, was wir entdeckt haben. Und wenn das der Fall ist, dann fangen wir auch nicht mehr so schnell an zu frieren. So, und ich habe einen Hirsch gehört. Wo ist der? Du bist hier hinten irgendwo. Ich habe dich genau gehört. Nee, das ist eine Wild. Nee, das ist so ein Hirsch, genau. Doch, eingesammelt haben wir alles. Wie viel haben wir jetzt? 11. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch schnell den Helm. Und... Nee, hier lag nichts. Diese gelben Partikel, Blätter, Laub, was das sein soll, die irritiert einen manchmal, muss ich ehrlich sein. Dann werden wir jetzt noch die Sachen herstellen, dann zeige ich euch noch, für was die Ho genau gut ist. Und dann werden wir in die nächste Folge gehen. Lederhelm. Da ist der Lederhelm. Ey. Ja. Ja, sieht gut aus. Dann wollte ich doch aber noch... Das... Ich brauche... Ach du Scheiße. Ja gut, dann machen wir das irgendwann mal. Feuersteinmesser machen wir jetzt noch nicht. Machen kurz das Inventar leer. Ach, im Übrigen, wenn ihr wissen wollt, wie ich das in die Kisten hier mache, mit STRG und Linksklick geht alles, mit Shift und Linksklick kann man aussuchen, wie viel man in die Kiste oder ins Inventar haben möchte. Ja. Federn brauchen wir definitiv später noch für die Pfeile. Ich muss schon wieder was verputzen hier. Das da hoch, das da hoch, das da hoch, das da hoch. Es hat... Achso, ich wollte euch noch zeigen, für was die Ho gut ist. Genau. Da ist er. Kommst du mal bitte auf die 4. Und zwar, ich habe mich ja drüber aufgeregt, dass das hier immer noch so hoch und runter geht. Wir gehen jetzt mal... Ja, hier oben, hier an die Seite. Das passt. Die 4. Und zwar... Wo ist der Kreis? Da ist er. Und zwar, ihr seht hier den Kreis mit einem Strich, der nach unten geht. Das ist, weil der sich jetzt, müssen wir mal gucken, hier irgendwo eine Bauhöhe eingeprägt hat. Wenn ich jetzt mit Linksklick was mache, wird es teilweise angehoben. Jetzt hat sich natürlich das nächste genommen, das kann ich euch hier zeigen. Jetzt geht's wieder weg. Das heißt, man kann hier zum Beispiel so einen wunderschönen Hang machen. Ich mache das hier mal ganz kurz weg. Das Feuer kommt auch weg. Die 7, das war die 4.
kannst hier so einen richtig wunderschönen Hang machen am Haus. Dass sie halt wirklich nicht mehr bergauf geht. Okay, warum es jetzt hier gerade nicht geht, keine Ahnung. Aber hier geht es auch wieder. Okay, bei der einen Ecke soll es mich nicht stören. Unterm Haus, ihr seht, ich kann es machen. Und wenn wir jetzt mal ins Haus reingehen. Ist hier das Grünzeug verschwunden, außer natürlich hier. Aber das bisschen soll uns nicht davon abhalten, weiterzuspielen. Also man kann sich eine richtig schöne Bauebene hier anlegen. Und das werde ich des einen oder anderen auf jeden Fall noch machen. Jetzt brauche ich aber nichtsdestotrotz erst mal ein bisschen Holz. Haben wir noch ein paar Minuten, da bauen wir jetzt noch ein paar Stützpfeiler fürs Häuschen hin. Einmal da. Einmal da. Da seht ihr, ich habe Wände nach unten gezogen. Und apropos Wände. Da gibt es auch so ein wunderschönes, ja doch, Beispiel. Wie ich Fenster machen kann. Das werden wir auch gleich noch in Angriff nehmen. Das hier bitte einmal weg. Kann ich hier... Au. Au. Hör auf. Und jetzt müsste ich normalerweise... Genau, da war's doch. Dass ich... Da. Hier müssen wir das genauso wieder machen. Einmal so. Einmal so, dann der. So. Das ist halt auch den Boden berührt. Und steht. So, der Stein nervt immer noch. Das lassen wir erst mal zu. Was hatten wir hier drinne? Ach, hier draußen ist meine Essenskiste. Oh. Ja, gut. Ja, ich sag mal nichts dazu. So, aber jetzt wisst ihr auch, für was die Ho ist. Damit werden wir hier noch sehr, sehr viel Spaß haben. Und die packe ich jetzt auch erst einmal wieder weg. Der Hammer erst einmal dahin, das dahin und das dahin. Brauchen wir das Essen? Kommt auch schnell raus. Was ich dann mit der letzten Kiste mache, keine Ahnung. Mal schauen. Und man erkennt es auch an der Kiste, dass ich halt offscreen wirklich ein bisschen was gemacht habe. Weil euch langweilen mit den ganzen Sachen wie Tiere klatschen und Sachen farben will ich nicht. Und ja. Hier ist dann meine kleine Kochstation, wenn man es so nimmt. So, ob wir in der nächsten oder in der übernächsten Folge mit dem Boot fahren, das werden wir sehen. Ihr seht, der Wellengang ist gerade sehr hoch, deswegen, naja. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, vor allem für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.